3 eingeweiht worden ist. Hier zeigt uns Sido auf einem Bild, auf einem Musikvideo, ein Engel, wo die Flügel brennen und ein Schachbrettboden, was für ein gefallener Engel ist und der Schachbrettboden für die Freimaurer. So, wir schauen mal weiter. Hier postet Sido ein Bild von sich auf Instagram. Ein-Auge-Geste, hier auch beide mit einem Kreuz. Ein-Auge-Geste, ein-Auge-Geste. Alles Sido, Zufall. warte, Sido zeigt uns hier auch wieder ein Auge. Er fotografiert sich selber. Hier macht er ein Auge. Und er schreibt sogar auf seiner Instagram-Story hier, dass die Gang aller Gangs. Ah, Wow, okay, dann Gangster. die Zahl 23 mit der Eule als Album ist auch vielleicht nur Zufall. Hier, dass er das eine Auge präsentiert, ist auch wieder nur Zufall. Ein Moment, was sehen wir denn noch? Ja, das war's, ne? Ey Das Bruder, reicht. Bruder, der Fernsehsender Bibel TV hat diese Eule mal gehabt als okkultes Symbol irgendwie. Bibel TV ist involviert. Bibel Ja, TV ich ist weiß. involviert. Mensch Gott ist auch involviert. Mensch Gott, die Echt? Serie. Ja, die sind involviert. Ich hab die schon. Was, Ich bin Bruder? da. Als ob. Also davon wusste ich jetzt nichts. Sifu, hast du gehört? Gehört. Ja, Mensch Gott ist auch involviert. Ich war auch geschockt, wo ich das gesehen habe. Hä, woher weißt du das? Hast Ding. Die Ja, machen das. Werbung mit Ein-Auge-Geste. Die haben Werbung gemacht mit der Ein-Auge-Geste und haben das öfters gemacht. Ja, dann sind Wo die sie auch eingeweiht. Ein-Auge-Bild so auf ein Auge machen so. Ja, dann sind die auch. Ja, involviert. Die Chefs, ne? Die Gründer davon. Das reicht Was ja gibt schon. doch. Es gibt doch auch wiedergeborene Christen, die dabei Interviews mitmachen. Ja, es geht ja nur darum, dass die Gründer davon involviert sind, ne? Das ist So. das, dass das Ich glaube, gesteuert wird. sonst gar nicht diese Plattform. Ich meine, das ist ein Fernsehsender, ne? Ich glaube, sowas kriegt man nicht einfach so. Ja. Auch Joyce Meyer. Joyce Meyer predigt mit einem umgedrehtes Kreuz oder manchmal mit so einem Augent-T-Shirt. Muss ich mal drauf achten. Da ist nur so ein Auge abgebildet. Recht? Ja, Joyce Meyer ist involviert. Hey Bruder, dass dir die Zunge nicht brennt, Alter. Weißt du, das ist beim Sprechen. Aber so wie beim, so wie beim, oh, wie hieß denn jetzt nochmal, der Vater von Johannes der Täufer, dass er den stumm gemacht hat, weißt du? Wenn du so sprichst, so ein stumm. Ja, schade, dass hier nicht noch ein dicker Fisch reingekommen ist oder halt ein Satanisten Eingeweihter. Danny, woher weißt du, dass Carsten Stahl Satanist ist? Hätte auch da eine Augesymbol gemacht. Ich schicke dir das alles bei Instagram, dann schicke ich dir das. Ja, aber nur weil es christliche Loge gibt, da impliziert es nicht automatisch, dass die auch wirklich christlich sind. Pass auf, man kann nicht zwei, man, nochmal Bruder, denn ich hoffe, die verstehen das, man kann nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Christ sein und voll Christ sein und dabei voll die ganze Rituale machen, weil das komplette krasse Gegenteil ist. Du kannst nicht diesen beiden Herren dienen, das geht nicht. Das ist unmöglich. Ich muss Bruder, ja auch die Kommentare einmal lesen. ich bin gerade auf den Kommentar eingegangen, Bruder. Ey Bruder, es gibt auf YouTube so ein Interview von diesem einen Menowin, wie der so zum Glauben gekommen ist, angeblich. Der Menowin. Hier schreibt jemand zum Beispiel, was bedeutet die Eule? Wisst ihr, was die Eule bedeutet? Weil ich weiß es. Wisst ihr vielleicht, oder Geschwister, was die Symbolik eigentlich der Eule ist? Danny, Finsternis. ich wusste es, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen möchte ich nichts sagen, weil. Für Weisheit und Erkenntnis auch. Und weil sie auch ein Symbol ist, ein Nacht.
Tier ist, was nachtaktiv ist und was auch die Satanisten nacht, also die sind ja auch nachtaktiv. Und die Eule gibt denen halt dann ja, Erkenntnis und Weisheit, weil sie in der Dunkelheit sehen kann. Sagt man nicht, dass es auch so Boten sind, oder so habe ich das, also das ist jetzt nichts Biblisches, so habe ich dachte, da hat man auch mal gesagt, dass es Boten der Nacht sind soll. Dass die so Botschaften zwischen den Welten bringen können. Ich mal gehört, so Bruder. Ja, ich würde mich jetzt freuen, aber hier ist irgendwie keiner mehr drin. Ich sehe auch hier keine dicken Fische mehr, weißt du? Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte hier gerne noch ein dickes Gespräch geführt mit J-Love oder David Ortega, irgendeiner von denen, aber. Die sind bei ihren Ritualen gerade. Ja. Navarro hat sich unmöglich verhalten, also das ging ja gar nicht, ey. Das ist ja. Ey, warte mal, habt ihr das Video gesehen mit dieser Madina, wo sie dieses Kunstblut so hatte? Also ich habe Und das dann so gesehen, Bruder. gezeigt hat, Das hast du sah gesehen? voll echt aus. Die lacht ja wie eine Hexe. Ey, sag mal ehrlich, das war kein Kunstblut, ne? Woher hat sie, warum hat sie Kunstblut? Jetzt sag mal ehrlich, mit einem, Ja, warum und hat man wofür? Kunstblut? Warum hast du so Kunstblut? Hä? Ich gehe da mal von aus, das war kein Kunstblut. Adenochrom. Hast du gesehen, wie sie auf die anderen auf einmal die Zunge so geleckt haben? So, die sind, konnten sich nicht mehr einkriegen. Ja, möchte sonst noch jemand reinkommen, Leute? Also von den Zuschauern hier und hat eine Frage. Oder was ich nicht verstehe, anstatt die Leute unten zu schreiben, ja, wir sind Christen und wir kämpfen den Satan, sagen die, ja, nur Katholizismus, nur Weißt du was? Orthodoxie, Ich nur lese dir sowas, noch mal ein weißt du, paar Bruder? Bibelverse vor. Ja. Es ist so traurig. Das ist echt traurig, was anstatt alle die Finsternis zu bekämpfen und zu gucken, dass so viele Menschen noch wie möglich zum Herrn finden. Guck mal, ich lese mal einen Bibelvers vor. So. Warte ganz kurz. Erstmal möchte ich was vorlesen, Leute. Denn es steht geschrieben in Lukas 5, Vers 32. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und auch hier in Philipper 2, Vers 10. Damit in den Namen Jesu sich aller Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen, Amen. Bruder. Amen. Hallo? Ist da jemand? Da ist jemand Neues gekommen. Ja, hallo? Kopfhörer umsteigen bzw. auf Headset. Bin gleich Ja. da. So. Drei einfache Fragen. Einer hat mir das schon im Chat beantwortet, aber das möchte ich von dir beantwortet haben, gerne. Und zwar, du sagst in mehreren Streams, Gott vergibt jedem, Gott hilft einem vom Bösen ins Gute zu gehen. Warum funktioniert das nicht bei einem Carsten Stahl? Warum funktioniert das nicht bei einem Sido? Warum passiert das nicht bei einem, weiß es ich, welche Promis ihr hier noch aufrufen wollt? Zweitens, ihr wisst, dass Fotos fingiert und verändert werden können oder halt auch gestellt sind, wie bei einem Trovato, was du meintest mit dem Blick. Du weißt, dass er Detektiv ist, du weißt, dass er bei Promi Big Brother mitgemacht hat. Was ist das Hauptzeichen davon? Eine Kamera. Wodurch guckst du? Mit einem Auge durch die Kamera. Nein, Zweitens. durch einen Finger, wo du immer Lass mich gesetzt mal hast. ausreden, bitte, Bruder. Warte, lass mich mal ausreden. Drittens wäre ich mal dafür, wenn ihr das Böse, wofür ich bin, zu bekämpfen seid, dann bekämpft doch mal das Böse in euren eigenen Reihen. Und zwar die an Kinder rangehen, die Leute. Oft Okay, genug in den bist du Medien fertig? gewesen. Okay, du bist jetzt fertig. Ich bin jetzt Okay, ich höre dran. mir. Erstmal, Ja. bevor ich deine Antworten beantworte, muss ich erstmal einen Schluck Cola trinken, weil ich bin total erschöpft gerade. Zucker dich mal auf, ne? Weil, mach dich mal schlau, was angeblich hinter Coca-Cola steckt. Also, als allererstes die erste Frage ist, warum kann ein Carsten Stahl, warum kann ein Sido nicht mehr zu den Herrn Jesus kommen? Sie haben eine bewusste Entscheidung getroffen. Sie haben sich gegen das Kreuz entschieden.
und haben einen Pakt mit dem Teufel gemacht. Sie sind, das sind, man nennt sie Neophygen. Sie sind auf der anderen Seite wiedergeboren. Sie sind in der Finsternis wiedergeboren und haben einen Dämon empfangen, sind mit ihm versiegelt. Und wenn sie sterben, werden sie auch in die Hölle gehen. Und der Dämon wird dann rausgehen und sich das nächste Opfer suchen. So, daraus kommst du nicht mehr. Das ist wie wenn einer wiedergeboren ist und mit dem Heiligen Geist Gottes versiegelt ist. So. Und dann die zweite Frage war mit Bildern. Ja, wir gucken und recherchieren und forschen. Warum machen diese ganzen Stars das? Ne? Wir gucken und beobachten das. Warum machen die diese 666-Geste? Warum machen das alle? Warum machen das alle im Fernsehen? Warum machen die alle diese Ein-Auge-Geste? Weil sie ihre Boss präsentieren. Satanisten kommunizieren miteinander. So, und sie zeigen auch zum Beispiel, wenn sie denn wenn sie jetzt zum Beispiel gute Schauspieler sind oder es ist völlig egal, welche Richtung es sich dreht, sie zeigen, warum sie da oben sind. Verstehst du? Ein Schauspieler zeigt denn, ah, ey, was ist das denn jetzt? Warte mal bitte, mach mal bitte Sturm. So, also die Satanisten kommunizieren miteinander, die ganzen Schauspieler. Deswegen siehst du auch, alle Leute, die im Fernsehen sind, machen zum Beispiel die Schweigegeste. Wir haben ein Erfolgsgeheimnis. Das machen alle. Egal, ist völlig egal, aber sie machen das alle. Zum Beispiel auch das V-Signal machen sie denn. Das machen alle Satanisten, dann machen sie die Ein-Auge-Geste und das kann ich dir auch einmal gerne ganz kurz zeigen, damit du das auch verstehst. Dann zeige ich dir das jetzt einmal. Ja, du zeigst nur Bilder. Zeig doch mal Videos oder Ja, soll ich irgendwelche Videos? Sachen. Warte ganz kurz, du sagst, ich soll Videos zeigen, soll ich gesperrt werden? Soll ich jetzt hier auf TikTok gesperrt Oder werden? zeig doch mal andere schriftliche Beweise. Du Warte, zeigst immer nur ja, Fotos. ich kann nur das zeigen, was ich zeigen kann und Ja, härtere aber Sachen kann ich auch. wie viele Ich Fotos kann kann Gott er noch zeigen. zeigen? Da, bis du das Nein, checkst. wie gesagt, ja, Fotos kann warte man bitte. fingieren, deswegen glaube ich nicht jedes Foto. Ja, ist okay, Ich ist ja auch kann eine auch Sau. von mir ein Foto erstellen, wo ich von Aber der Brücke runterspringe. das Und dabei ja, stehe das ich ist ja. auf dem Stein. Ja, aber Verstehst du? einfach am Warte Ende ist mal natürlich auch bitte, der warte mal bitte, Mensch. warte mal bitte. Lass mich das mal bitte machen. Lass mich das mal bitte machen. Als allererstes, du hast ja überhaupt gar keinen Einfluss. Du bist ja überhaupt niemand, weil, tut mir leid, ich muss ja direkt so sagen, aber die Leute, die im Fernsehen sind, die bekannt sind, diese ganzen Leute, guck mal, diese Leute, die oben sind, hier, seht ihr diesen Satansgruß und diese 666-Geste? Und er hat das ganze Geld in der Hand. Er dankt seinen Meister und zeigt auch, ja, sei Weißt mal du, warum bitte ich ruhig. lache? Weil das Ja, auch ein lass. Tauchzeichen ist. Ja, ist Ja, okay, lass doch genau. bitte ruhig. Nein, die sollen mal bitte ruhig sein. Zum Beispiel auch diese Rapper hier präsentieren auch die Pyramide und zeigen, zu wem sie gehören. Auch Michael Jackson, wie ich auch gerade gesagt habe, sie verdecken das eine Auge und zeigen, zu welchem Club sie gehören. Hier macht zum Beispiel Michael Jackson das eine Auge. Im Moment. Auch wie die ganzen anderen Stars, diese ganzen Stars in Amerika, hier sehen wir den Satansgruß, die 666-Geste, hier sehen wir die Pyramide mit dem allsehenden Auge und sie machen die Pyramide mit dem allsehenden Auge, weil sie alle erleuchtet sind, sie sind alle Eingeweihte, involvierte Satanisten hier. Deswegen sieht man auch diese 666-Geste, hier Pyramide, ein Auge, Pyramide, ein Auge, 666-Geste, hier alle machen die Pyramide. Sie danken ihren Meister und verehren auch ihren Meister. Wartet mal, ich muss einmal mein Handy laden. So, und das ist auch kein Zufall. Und da kannst du sagen, was du möchtest. So, ich zeige noch mehr Bilder. So, und das musst du dann halt widerlegen. Warum machen die das? Sag mir mal, warum machen die das? Warum machen die ganzen Models das? So mit Schweigegeste, ein Auge. Warum verdecken die alle das eine Auge? Warum machen die Meistens das? Fotos von den Models, ne? Dann Ja, warum weißt du machen die auch, das? was in Antworte da Arabien los drauf. war. Nein, antworte auf diese Ich Geste. antworte doch gerade drauf. Ja, was? Warum machen die das? Ist das Also Trend oder lass doch warum auch machen die das? immer ausreden. Ja, und warum Na, machen die das? so. Das sind alles neue Models, neue Fotos, neue Modelle, ne? Oder auch teilweise zwischengestellte. Ihr wisst, was in Arabien losgegangen ist, weswegen die das machen? Habt ihr Fußball-WM geguckt, wie sie das alle gemacht haben? Nein, habt ihr nicht. Nein, So, du und sollst zu da diesem drauf 50 Cent antworten. Okay-Zeichen. Ich Oh antworte Gott. doch gerade drauf. Auf das 50 Cent Okay-Zeichen. Oh, Entschuldigung. Ich glaube an gar nichts. Weder an
Gott noch an unten, an den Teufel, nee, noch an sonst irgendwas. Ich glaube nur das, was ich sehe, anfassen kann. Und ja, dieses Okay-Zeichen. Nein, du lügst. Ein Okay-Zeichen wird unterm Tauchen, unter Tauchern auch vernommen. Ach so, Bruder Danny, das sind alles Taucher. Bruder Danny, das sind alles Taucher, Bruder Danny. Alles Taucher. Nein, nein, man kann das okay verwenden wie hey, hello, wie geht's dir? So what? Shut up oder sonstiges. Wie manche auch eure Sprache mit. Hallo, redest du mit einem Mann? Du bist doch kein Mann. Also warum machen die das? Ich antworte bitte drauf. Achte mal bitte auf die Gesten. Alle machen das. Alle Stars, alle erfolgreichen Stars. Siehst du, die ist abgehauen. Weil sie keine unter Wasser, Bruder. Nein, ist unter Wasser, alles Taucher. Das ist das Problem. Warte mal bitte. Guck mal, guckt euch das selber an. Das ist das Problem. Die kommt hier rein, meckert. Weißt du? Aber gar nichts wissen die. Gar nichts wissen die. Hier, alle machen diese Gesten. Alle machen diese 666-Geste vor den Auge. So, und dann verteidigt sie diesen hier, den ich letztens entlarvt habe, von RTL, mit dem ich live gegangen bin. Ich zeige euch das Bild einmal. Das ist so heftig. Guck mal, was das für ein Geist die haben. Die haben den gleichen Geist wie die Satanisten. Die verteidigt die. Ja, weil sie den gleichen Geist hat. Nur nicht versiegelt. Das sind ihre Götter. Genau, das sind ihre Götter, ihre Götzen. Ihre Götzen darf man nicht angreifen. Ja. Guckt euch diese Geste an. Guckt euch diese Geste an. Guckt euch das ganz genau an. Er macht die gleiche Geste. Er macht das gleiche wie die ganzen Promis hier. Tom Cruise, Justin Bieber. Warum machen die das alle? Seht ihr das? Das ist doch gesagt, Bruder, alles Taucher. Alles sind Taucher. Ja, alles Taucher, alles Bruder. Alles Taucher. Sind alle unter Wasser und alle geben das Okay-Zeichen, mir geht's gut unter Wasser. Ganz einfach. Ich war ja mit der. Wir sehen das nicht. Die sind alle unter Wasser, Bruder Danny. Wir sehen das nicht. Wir sehen Bruder, das nicht, dass sie unter Wasser sind. Warte mal. Warum gehen denn diese Promis mit mir live? Warum gehen denn diese Stars mit mir live? Weil die ganz genau wissen, ey, der hat uns erwischt. Da sticht warum kommt ihr denn, hol mich denn in live rein, sag, hol mal den Danny rein. Weil die ganz genau. Deine Wespennest, die fragen mich doch unterschwellig. Sag mal, woher weißt du das? Die fragen doch immer wieder, woher weißt du das? Unterschwellig fragen die mich so, weil die sind neugierig, die denken, ich habe die beobachtet. Die denken wirklich, dass ich da mit einer Kamera sitze und die dann beobachte, weil die ja immer so, die sind ja nervös, die wissen ganz, woher weiß er das? Das kann doch nicht sein. Woher weiß er von diesen Zeichen? Woher weiß er von dieses V-Signal? Woher weiß er von dieser 66-Kiste? Wer hat ihnen das erzählt? Die denken, dass ein Außenstehender sie verraten hat oder ich habe die irgendwie privat erwischt. Bruder, was sind wir rabiat, die war? Was sind wir laut, die geworden ist und wie voller Hass sie gegenüber uns war? Hast du das gehört aus der Stimme? Ich glaube, die Marys, das ist so eine Familie aus dem 16. Jahrhundert. Und die haben ja auch gedroht, Digga. Die haben gesagt, dass die mich grillen wollen und dass die dann bestimmte Körperteile, es ist unfassbar. Bruder, die Leute denken, das ist Spaß. Bruder, Marys ist die älteste, Freimaurerei in England. Die älteste Freimaurerei, noch existierende Freimaurerloge in England. Die älteste, Bruder. Na Leute, ich muss auch auflegen. Ich muss ja morgen arbeiten. Für solche Menschen muss man einfach nur beten. Wie bitte? Für solche Menschen muss man beten. Genau. Bist du Christ? Ja. Ah, okay. So. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ich beende jetzt den Stream. Ich muss morgen arbeiten. Und Bruder, Bruder, was arbeitest du eigentlich nochmal? Wen meinst du jetzt von der? Du, Motorradfahrer. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Fachinformatik Anwendungsentwickler. Ich werde Programmierer. Ich mache gerade ein Praktikum bei Mercedes. Sehr schön. Ja, heute war ich im Homeoffice, Bruder. War echt gechillt halt. Mein Programm geschrieben, war cool. Toll, jetzt habe ich gerade alle Bibelverse aus Versehen weggemacht. Und das regt mich gerade so auf. Ich habe gerade hier alles vorbereitet. Ich wollte noch ein paar Bibelverse vorlesen. Schade. Mensch, Bruder. Wohnst du mit deinen Eltern? Meine Eltern sind schon lange getrennt. Die sind im Boxsack da hinten nicht, Bruder. Wen gehört der Boxsack? Deine Mutter oder wen gehört der Boxsack, Bruder Danny? Kann nicht sein. Stellen die Leute für Fragen, ey. Gehört der? Bruder, das ist mein Boxsack. Ich habe den damals, wo ich MMA angefangen habe, habe ich mir den gekauft. Aber wenn sonst, weißt du, deine Eltern stellen sich einen Boxsack im Wohnzimmer. Doch klar.
Was ist das für eine Frage, ey? wieso nennt sich die Satte? Ja. Das ist so wie bei uns die Namenschristen. Ja, genau. Aber Bruder, ich glaube, das wird demnächst noch richtig heftig. Leute, folgt mir alle. Weil das wird noch sehr, ich werde noch sehr heftige Streams machen. Und zwar werde ich noch bei den einen oder den anderen Promi reingehen und ihn entlarven. Ihr dürft das nicht verpassen, Leute. Und ich werde auch demnächst jetzt mehr über das Wort Gottes reden. Hörte mal. Dennis, nein, ich arbeite im Reinigungsdienst. Ich arbeite für 10 Cent die Stunde. Und für 10 Cent die Stunde. Guck mal, Bruder, ich bin schon total verwehrt. Und das sind ja für 10 Cent die Stunde. Bruder, tut mir leid. Da bist du aber echt, du bist echt, Bruder. Kannst bei mir auch putzen, komm. Ich zahle dir die Fahrt auch. Bruder, das ist ja. Bruder, ich für 7 ja Cent, sofort, Bruder, sofort. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Na, zurück zum Thema. Ich werde auch demnächst mehr über das Wort reden. Jeder ist eingeladen, jeder kann sein Zeugnis bei mir erzählen. Wir werden dann auch mehr über die Gottheit reden, zum Beispiel auch Muslime reinholen oder auch zum Beispiel Atheisten. Und ja, es wird dann auch bestimmt mal wieder der ein oder der andere Promi hier reinkommen, um ihn zu entlarven, bloßzustellen und dass ihr das verfolgt. Und unser Ziel ist es, dass ihr zum wahren Glauben kommt, dass ihr den Herrn Jesus Christus annimmt. Nimmt den Herrn Jesus Christus an. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. Nimm den Herrn Jesus Christus an und schließe Frieden mit Gott. Und danke für die ganzen Geschenke. Walla, danke. Walla, doppelt. Walla, walla, danke, Leute. Deswegen, es gibt nichts Schöneres, als wenn du wirklich Frieden im Herzen hast. Wahren, wahren Frieden. Und für die Leute, ich werde vielleicht morgen auf mein Instagram ein Video hochladen, was sehr brutal ist. Und das hat was mit der Elite zu tun. Walla, danke für den Cowboy-Hut. Das passt sogar. Nimm den Menowin rein. Ja, wenn der Menowin hier drin ist, soll er reinkommen. Dann können wir ein bisschen über ihn reden. Menowin, ich hab dich, warte mal, Menowin, ich beobachte dich, ich hab dich im Auge, falls du hier drin bist. Weil ich habe ja mit der Mutter von Menowin geredet. Ich war ja mit der Mutter live. Okay. Und ich werde den Christen demnächst was richtig Heftiges zeigen. Das wird ein K.O.-Schlag werden. Das war's. Ich warte nur auf den passenden Moment ab. Und dann wird es richtig losgehen. Nur auf den passenden Moment. Ich halte mich zurück. Ich halte mich verdeckt. Und dann werden wir mal sehen, ob Menowin ein wiedergeborener Christ ist. Und dann werden die Christen schockiert sein. Danke. Walla, danke für den wilden Westernhut da hier. Walla, danke. Doppelt, doppelt. Ich halte mich zurück, aber ihr werdet sehen, was ich demnächst vorbereiten werde. Ich hoffe, dass er auch bei mir ins Stream reinkommt, weil ich möchte ihm noch mal ein paar Fragen stellen. Ich möchte Ihnen Fragen stellen wegen dieses Coverbild, dieses eine Auge. Ich zeige euch das mal. Leute. Wer ist Menowin? Wer ist das? Ein Promi-C-Sänger. Der angeblich zum Glauben an den Herrn Jesus gefunden hat. Aber ein Auge Geste Bilder macht und so. Ja, ich zeige euch mal was. Das war schon alles. Da wusste ich schon sofort Bescheid. Mich kann er nicht verarschen. Aber er kann vielleicht die anderen Christen verführen. Aber mich kann er nicht verführen. Genauso wie Bülay Ceylan, der die Christen verarscht und ein Satanist ist. Hier. Ob er das früher gemacht hat oder nicht, das spielt keine Rolle. Mein Dämon und ich. Mein Dämon und ich. Es geht nicht darum, hier. Mein Dämon und ich. Es geht nicht darum, ob er das früher gemacht hat. Es ist darum, er hat eine bewusste Entscheidung getroffen. Er ist ein Involvierter und wird eingesetzt vom Satan, ihn in die Christenheit zu schicken, um die Christen zu verführen, um sie zu fischen. Deswegen kommt er jetzt auch in die Christenheit rein und die Christen fallen auf ihn rein.
Aber wartet mal ab, Leute. Ich werde ihn erwischen. Ich werde ihn erwischen, wenn er das nächste Video macht, wo er irgendwie ein Augegeste macht. Ich mache das für die Wiedergeborenen, nicht für die verdorbenen Christen. Ich mache das wirklich nur für die Wiedergeborenen, die in die gesunde Lehre kommen. Deswegen, Leute, ich sage es euch, ihr müsst alles prüfen, alles hinterfragen, euch selber prüfen. Nicht jeder ist hier ein Christ auf TikTok. Egal, wie gut die Christen sich hier mit der Materie im Wort auskennen, es heißt noch lange nicht, dass die wiedergeboren sind. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, die Christen machen sich lustig über meine Arbeit. Die kriegen ja keine Morddrohungen, die kriegen ja keine Anrufe. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die wollen mich lebendig opfern und die Christen unterstützen mich nicht mal. Ich bin der Einzige in ganz Deutschland, das kann ich beweisen, ich bin der Einzige in ganz Deutschland, der live geht und so die Stars gewinnt. Wer ist denn das? Wer macht denn das? Außer meine Geschwister, die mich unterstützen. Ich kenne keinen. Zeigt mir einen. Ich kenne keinen, der live geht und sagt, du hast deine Seele verkauft, du machst Rituale. Ich finde es einfach nur traurig, dass man dann wenigstens, man kann doch wenigstens, auch wenn man nicht online, also live geht, wenigstens die Arbeit unterstützen und wenigstens teilen und sagen, ey, guckt euch das an, aber doch nicht gegen die Arbeit sein. Dann verteidigt ihr diese Stars, ihr verteidigt die Satanisten. Es geht ja nicht um mich, es geht um den Herrn Jesus Christus. Ganz einfach. Ich möchte, dass Menschen wiedergeboren werden. Ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Darum geht es mir. Es geht mir nicht um Fame zu werden, es geht darum, dass Menschen zu den Herrn Jesus Christus kommen, dass sie wiedergeboren sind und dass ich diese Leute im Himmel treffen kann. Also, dass ich wirklich, dass sie sagen können, ey, ich bin durch die Arbeit zum Glauben gekommen. Boah, darf ich dazu was sagen, Bruder Danny? Darf ich dazu was sagen, Bruder Danny? Mich hat halt einer angeschrieben, pass auf, mich hat halt einer angeschrieben, der hat gesagt, er hatte mal einen TikTok, dann wurde das gesperrt und der macht sich jetzt gerade seine 1000 Follower, ja. weil er mit uns reden will, weil er gesehen hat, dass er zum Glauben kommen möchte, Bruder. Der hat mich angeschrieben, dass er so, und da habe ich gesagt, dann hat er zu mir gesagt, pass auf, Bruder, das ist wirklich passiert. Da sagt er zu mir so, ja. Kannst du bitte die Kollegen fragen, ob die mir folgen können? Dann sagt er, ja, ich guck mal, ich frag mal, aber ich im Chat habe das nicht mitgekriegt, so, also ich habe niemanden geschrieben. Dann hat er zu mir gesagt, ob ich Leuten Bescheid gegeben habe. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Sag ich, warum? Dann hat er gesagt, ich kann dir das Screenshot schicken. Dann hat er gesagt, weil sein Handy jetzt die ganze Zeit klingelt und ganz viele Leute dem gerade folgen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe nichts gemacht, vielleicht wirkt der Heilige Geist. Und er hat gesagt, ja, ist vor Knien und er hat aber nichts gemerkt. Er hat gesagt, ja, vielleicht ist das ein Zeichen, dass du durch mich jetzt den Bruder Danny kennenlernst und mal mit uns hochkommst und mit uns sprichst, habe ich gesagt, dann kommt er dann zum Glauben, Bruder Danny. Nur siehst, Bruder, die Arbeit wirkt, Bruder, die Arbeit ich wirkt, weißt sagen, du? Bruder, weißt du, was wir eigentlich angerichtet haben in ganz Deutschland? Weißt du, was wir gerade hier anrichten? Oder ist dir gerade bewusst, was wir anrichten? Oder? Nein, ich frage dich ernst. Ist dir bewusst, was wir hier anrichten? Das, was wir hier machen, ne? Das ist nicht einfach mal mit Muslimen eine Debatte führen. Das ist nicht einfach Muslime so den Schriften zeigen und sagen, guck mal, ha, weißt du, was wir hier veranstalten? Wir zeigen den Menschen, was die eigentlich wirklich sind, ihr wahres Gesicht und diese Leute, ne? Du weißt, die haben die Macht dazu. Die brauchen nur einen Anruf machen und sagen, ey, oh, Bruder, die können einen Anruf, guck mal. Woher haben die meine Nummer? Warte, woher haben die meine Nummer? Woher haben die meine Adresse? Weil die ganz genau wissen, es gibt Polizisten, die sind involviert. Die sagen einfach hier, finde mal ganz kurz hier, nach ein paar Minuten haben oder nach einer Stunde haben die deine Adresse und stehen vor deiner Tür. Bruder, was wir machen, ist nicht ohne. Bruder, wir decken richtig die Finsternis auf höchstem Niveau. Höher geht's gar nicht mehr. Auf allerhöchstem Niveau. Verstehst du das, Bruder? Damit musst du rechnen und jeder muss damit rechnen. Und den Bruder Johann, also den Bruder André, der ist ja auch auf der Todesliste. Reza ist auf der Todesliste, Johann ist auf der Todesliste, ich bin auf der Todesliste. Du musst damit rechnen, du musst dein Leben den Herrn übergeben. Also das heißt, wie der Herr Jesus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Bruder, mein Leben gehört den Herrn. Die denken, Bruder, das ist Spaß. Die denken so, das ist Spaß, was wir hier machen. Und bis die denken, wir wollen Fame werden. Die denken wirklich so, wir gehen live, um ein bisschen Fame zu werden. Aber die wissen gar nicht, mit was wir da eigentlich, mit was will wir uns da anlegen. Bruder, wir legen uns mit der Elite an. Wir legen uns mit Adelsfamilien an. Du musst dir mal vorstellen, wir legen uns mit Hardcore-Satanisten an, die Blutopferrituale machen. Die in Machenschaften sind. Denken einfach, das ist nur so eine Nebensache. Einfach mal aufklären. Bruder, hast du nicht gesehen, Bruder, wie viel Mord, und du weißt, das wird immer schlimmer und immer schlimmer. Bruder, der eine kam mir hoch, ich weiß nicht, ob das ja mitgekriegt hat, der eine kam mir hoch und hat gesagt, ja, wenn er das macht, ich möchte auch ein Stück von Bruder Danny haben, also von dir haben, Bruder. Der wollte auch ein Stück wenn von dir abpassen. Wenn es soweit ist,
Wenn es soweit ist, will ich auch ein Stück von ihnen haben. Und diese Madina hat auch Genau. gesagt, ich will auch ein Stück von ihnen haben. Merkst Weißt du? du? Aber das hören die Leute nicht, da hören sie weg. Nein, nein, Hören nein, sie nein, weg. das ist denen Alles egal. nur Spaß. Sind nur Spaß und alles sind Taucher. Bruder, weißt du Das war ja eigentlich, geil, alles Bruder, Taucher. sag dir ganz ehrlich, weißt du eigentlich, was die mit mir machen würden, wenn die mich in die Finger bekommen? Ich kann das hier nicht sagen, ich werde ja Wie gesperrt. ein Tier schlachten. Ja, aber du Hallo. weißt ja, ne, wie. Natürlich. Deswegen ist es auch wichtig für mich zu beten. Also ich würde mich über jedes Gebet freuen. Jeder, der mich unterstützt, bin ich dankbar. Ich lasse jeden rein, der mich unterstützt. Und die ganzen falschen 50er, die können draußen bleiben. Ihr könnt gerne die Welt lieben, ihr könnt gerne die Stars lieben. Es ist eure Sache, es ist eure Entscheidung. Ich zwinge auch niemanden dazu. Aber wichtig ist einfach, dass die Menschen aufwachen, zu dem lebendigen Gott kommen und sich darüber Gedanken machen, ey, wenn es Satanisten gibt, wenn es diese Satansanbeter gibt und wenn das wirklich stimmt, dass es einen Satan und Dämonen gibt, dann muss es doch einen Gott geben. Und dieser Gott ist der Herr Jesus Christus. Amen. Amen, Bruder. Amen. Und der wacht über uns, Bruder. Genau, Bruder, kannst du dir Sonst vorstellen, wäre das nicht warte mal, wirklich. Bruder, das musst du dir mal reinziehen. Ich habe damals angefangen mit 0 Zuschauern und ich wollte aufgeben. Du musst dir vorstellen, ich bin damals vor 2 Jahren das erste Mal live gegangen. Ich hatte 0 Zuschauer und ich habe eine Stunde lang mit mir selber geredet. Ich habe einfach die Bibel gelesen. So hat das alles angefangen. Das musst du dir mal geben. Ich hatte 0 Zuschauer. Keiner hat mich auf TikTok geguckt. Also keiner hat sich für mich interessiert. Wenn ich live war, hatte ich mal ein, zwei Zuschauer gehabt. Und darüber habe ich mich voll gefreut. Bruder, mein Weißt Rekord war du? 12. Ja, aber weißt du, wie 12 dankbar, Zuschauer. hey, wo ich 20 Zuschauer war, ne? Ich hatte einen Herzrasen gehabt. Ich hatte Herzrasen gehabt. Ich habe mir gedacht, boah, vor so vielen Menschen zu reden, boah, das war auf einmal für mich eine ganz andere Liga. Auf einmal, ich krieg 50 Zuschauer, 100 Zuschauer, 200. Und damals hatte ich ja den Hype gehabt. Ich hatte damals immer 1000 Zuschauer gehabt, wo ich den allerersten Account hatte. Da hatte ich auf einmal 1000 Zuschauer gehabt. Und ich bin immer noch der gleiche geblieben. Ich bin nicht hochmütig, ich bin gar nicht, ich bin immer noch der gleiche Dennis, der gleiche Müll wie vor 2 Jahren. Ob ich jetzt, also ich bin immer noch der gleiche gewesen. Also ich bin immer noch der gleiche. Ja, Bruder, ich mache das aber nicht für Fame oder so. Nein, was für Fame? Also wir wollen ja kein Fame Ich haben. habe keinen Content, ich verkaufe nichts, ich habe. Ja. Ja. Also wir arbeiten ja, um den Himmel voll zu machen. Ne? Wir wollen ja die Leute von dem Genau. Herrn Jesus erzählen. Genau, das ist Amen. für mich ist das Shalom, das Brüder. Einzige, einfach, dass wir so viele Seelen wie möglich noch retten, die es zu retten gibt, weil es kommt, wie Ja. es geschrieben steht, es kommt, wie es kommen soll. Wir können das nicht ändern und wir sollen auch nichts dagegen tun. Das ist, was die Leute Ja. nicht verstanden haben. Guck mal, keiner hat das bis Guck mal, jetzt auf TikTok geschafft. vergiss Bruder, nicht, guck den mal, ohne Armen zu hochmütig zu huldigen. sein, ne? Guck mal, ich dachte mir, wenn ich schon das Evangelium predige, ne, dann mache ich das auf einer intelligenten Art. Weißt du, ich habe mir gedacht, wie kann ich eine große Reichweite bekommen? Wie kann ich die Menschen die Augen öffnen? Ich lege mich einfach mit der Elite an, decke die Finsternis auf und ich will diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die wahrheitssuchenden Menschen auf die Seite ziehen, damit sie das Evangelium hören, die frohe Botschaft. Aber wenn es dann so falsche 50er gibt, so, Entschuldigung, Judasse, Brüdermörder, die gegen die Arbeit noch sind und dann noch für den Satan sind. Die beschützen ja den Satan, verstehst du, Bruder? Das musst du dir mal reinziehen. Es geht ja Ja, darum, Bruder, die. ganz viele Leute, ganz viele Zuschauer, wir brauchen viele Zuschauer, damit viele das Evangelium hören, die frohe Botschaft. Es geht nicht um uns, es geht aber um die rettende Botschaft. Du bist doch hier der Verschwörungstheoretiker. Ja. Verschwörung, das Warte, heißt wenn du Verschwörungspraktiker. möchtest, du kannst ja mal gerne hochkommen. Ich sehe, du hast hier genug Followers. Aber ich verstehe auch die Menschen, die das nicht verstehen. Ich bin denen auch gar nicht böse, weil wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, dann wird man ja denken, der ist verrückt. Jetzt ohne Witz, Bruder. Stell dir vor, du kennst mich nicht. Auf einmal, ich rede von, ja, die trinken alle Blut, machen Rituale. Du würdest denken, ey, der ist doch aus Psychiatrie abgehauen. Ich Du hatte bist doch doch. gesagt, was Nein! ich gedacht habe, als ich das erste Mal den Bruder! Stream gesehen habe. Da habe ich Oh, dir doch hey! erzählt am Bruder! Telefon. Hat er doch Hey! gesagt. Hey! Du müsstest doch vorstellen, ey, macht der in Psychiatrie gerade einen Livestream? Der ist doch nicht mehr ganz dicht im Kopf. Was redet der damit? Rituale und Politiker, Blut trinken. Was hat der genommen? Weißt du, wie ich meine? Hat der Pilze gegessen? Wer ist dieser Typ? Was ist das für ein Typ? Hat er sich Pilze reingeknallt? Aber ich bringe ja dann auch immer wieder zum Beispiel Beweise.
Auch wenn die sind ja immer wieder geschockt, wenn ich denen so Bilder von Disneyland zeige. Das ist ja unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ah, das ist ja richtig ekelhaft, Bruder. Die Leute, Jetzt die ist es ein diese Angriff auf die lesen, ne? Kleinkinder, weißt du? Guck mal, du musst dir mal vorstellen, Danny von Anfang an geglaubt. Ja, aber es gibt so Leute, die denken sich bestimmt, ey, ist der mit dem Kopf durch die Scheibe von der Psychiatrie da rausgesprungen und ist er dann da irgendwo in so einer Hütte und ist total auf Paranoia, dass er hier so Verschwörungen erzählt und so. Was ist denn mit diesen Typen los? Aber Verstehst Bruder, du? dir ist schon bewusst, dass ich meinen Account extra gemacht habe, um mit dir zu Danke reden. für den. Wie bitte? Ich hab meinen Account extra gemacht, um mit dir zu reden. Weißt Das ist unfassbar. Bruder, du musst dir du mal das? Ehrlich? vorstellen, ja, du musst Ehrlich? dir mal vorstellen, es gibt ja Leute, ich will ja gar nicht auf der Straße erkannt werden. Ich bete auch immer zum Herrn, bitte, dass mich niemand erkennt. Und wenn ich im Restaurant sitze, kommt wirklich eine Weibergruppe auf mich zu und sagen, ey, das ist dieser Typ hier, der Verschwörungstheoretiker. Das ist der Typ. Das ist dieser Illuminati-Verschwörungstheoretiker. Bruder, Das kannst du dir mal vorstellen. mich hat ein Freund angerufen und gesagt, ey, heute hat sich hat ein Typ zugehört, der hat gerade YouTube angeschaut und er sagte, der hat meine Stimme gehört. Sag, ich laber nicht. Sagt er, doch, ich schwör, es musst du gewesen sein. Sag, ich habe keine YouTube-Videos. Und dann hat er gesagt, nee, da ging es um Verschwörungstheorien. Da habe ich gedacht, boah, doch, dann kann das schon sein, dass das meine Stimme ist. Und da hat ein Ja. Video angeschaut von uns, so, wo ich im Stream irgendwie mit dir irgendwas gesagt hätte. Fassbar. Ja, guck mal, es gibt ja Christen auf TikTok, die ge gezielt Fame werden wollen. Die wollen Frauen ins Bett bekommen. Ich bin nicht dumm. Es gibt Christen, die denken sich einfach, die gehen jetzt hier auf TikTok und predigen ein bisschen, um dann ein paar Schickers hier kennenzulernen. Ich weiß das doch. Guck mal, mir haben so viele Frauen Geschichten erzählt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Leute, ich sag auch keine Namen. Der Herr wird die strafen. Das wird alles noch ans Tageslicht kommen. Es gibt hier auf TikTok Prediger, die nur mit Frauen ins Bett gehen wollen und die werfen sie auch weg wie eine Matratze. Ich sag keine Namen und die Frauen haben mir das selber gesagt. Der Prediger predigt, ne? Und da musst du dir vorstellen, der fragt die Geschwister, Schwestern im Herrn, ja, was hast du so an? Was hast du so für Unterwäsche an? Komm, schick mir doch mal ein Bild. Du bist so Wow, süß. meinst du das gerade ernst? Bruder, Hey, Wasser Bruder, predigen und warm warte mal ganz trinken. kurz. Warte, ich Wasser meine das predigen ernst. und warm Warte trinken, mal. Bruder. Warte mal, ich Nein. meine das ernst. Ich meine das, ja, ich meine das Ja, ernst. Wasser predigen und Wein trinken. Wasser predigen und Wein trinken, Bruder, Bruder. habe ich Ganz sowas noch einfach. nie gehört. Warum sagst du nicht den Namen? Weil die Geschwister gesagt haben, sag bitte den Namen nicht, weil sonst missbrauche ich den Vertrauen und dann habe ich gelogen. Ich habe ja gesagt, wenn ich das mache, dann habe ich die angelogen. Dann habe ich meine Geschwister angelogen. Wenn sie sagen, du darfst es sagen, dann mache ich es. Aber wenn Schwestern zu mir im Vertrauen sagen, bitte sag es nicht und ich mache es trotzdem, dann habe ich die angelogen. Richtig? Richtig. Richtig, Bruder. Dann habe ich sie angelogen. Habe ich das Vertrauen einer Schwester? Ist er bekannt? Ja, er ist sehr bekannt. Ihr habt gar keine Ahnung, was hier auf TikTok rumlungert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr könnt euch das in euren tiefsten Träumen nicht vorstellen. Ich bin immer noch Bruder der Danny, Gleiche gewesen. aber offensichtlich sind alle Taucher. Ich komme damit nicht klar, Bruder. Alles Taucher. Also ich habe gemerkt, man muss hier richtig aufpassen, mit was und welchen Leuten man hier zu Ja, tun warum hat. ey, die ganzen falschen Und Kreuzritter? ich finde auch richtig schlimm, so dieses Abkacken hinterm Rücken und dann denke ich mir so, die sind nicht besser wie die Welt teilweise. Sie kacken über eigene Geschwister ab hinterm Rücken, reden über sie schlecht und dann nicht mal so versteckt, sondern ich nenne keine Namen, aber das und das, das und das. Und jeder weiß, dass dieser eine, der das macht, nur Danny sein kann. Und dann denke ich mir, warum gehst du nicht zu Danny selber hin und redest mit ihm, wenn du wirklich ihn so sehr als Bruder Bei siehst? den Und dann. Neidischen, bei den Neidischen, die sind neidisch, die sind neidisch, die sind richtig neidisch auf mich. Weißt du, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und dann bin ich auch, ich konnte das nicht mehr ertragen, weil ich diese Falschheit dahinter gespürt habe. Ich habe da nur noch reingeschrieben, so, ja, ich bin hier raus, ich bin hier raus. Und dann bin ich rausgegangen, weil Guck das mal, nicht zu ertragen ist, Kreuzritter, wie sie alle Kreuzritter, lästern.
Kreuzritter, das sind in meinen Augen erstmal, deswegen gehe ich auch nicht in diese Christ. Warum gehe ich bei denen nicht rein? Eine Frage, hat mich jemand schon mal jemals jemand gesehen, dass ich da länger bin als 5 Minuten? Ich gehe da gar nicht rein. Was soll ich mit den Christen da live gehen? Ich habe was Besseres zu tun. Ich gehe lieber bei mir live und mache pures Entertainment oder predige selber. Was soll ich da reingehen? Na, wie geht's dir? Und hast du einen schönen Kaffee getrunken? Oh, und hast den Rasen gemäht? Ja? Hast du mal was über diesen? Ich mache jetzt mal nach. Kennst du diesen Kreuzritter? Ja. Oh, das ist voll die Nervensäge, Mann. Ach, das ist voll der Eklige und so. Ja, wie geht's dir eigentlich? Und kennst du schon diesen Christen ablästern? Um, ja, man sagt, ja, ich darf jetzt nichts Falsches sagen und es wird beschwert, aber. Lästermäuler. Ja, genau. Wie so Drogenleute, die Joints rauchen und sagen, ey, guck mal den an und so, ey, guck mal den an. Ey, Bruder, wie geht's dir? Hey, lange nichts gehört. Alles gut bei dir, Abi? Oh, endlich ist dieser Typ weg, diese Nervensäge. Ey, ich kann den gar nicht ab. So sind die. Keine Bruderliebe haben. Das sind alles Brüdermörder. Das sind Heuchler, das sind Brudermörder und das sind Traditionschristen. Guck mal, ohne Liebe wäre ich doch gar nichts. Ohne die Liebe wäre ich nichts. Das sagt doch auch, das steht ja auch in 1. Korinther 13. Was bringt mir dieses Wissen, diese Frömmigkeit? Was soll ich mich verstellen vor Menschen? Verstehst du? Und Ja. Kreuzritter, es sind sehr viele Heuchler hier drin. Guck mal, ihr habt doch gestern das Gespräch gehört mit diesen einen hier, Stunde der Wahrheit und Ali Yalcin, ne? War ich nicht dabei? Keine Ahnung. Ja, das Nein, war so Bruder. Ich war dabei. Bruder, ich Katastrophe. war da, Ey, Bruder, ich war dabei. ey, Digga, die Ich haben war dich dabei. Die haben den nicht behandelt, reden ne? lassen, Bruder. Ey, Die haben. die haben ey, guck mal, wie die Christen miteinander umgehen. So unnormal. Das ist wie ein weltlicher Mensch. Die haben sich gegenseitig zerfleischt, haben sich nicht Bruder, ich ausreden war dabei. lassen. Bruder, ich war dabei und als ich weggegangen bin, habe ich aber zu denen gesagt, ich sage, eins möchte ich euch allen sagen. Ihr streitet euch hier, aber heute war von euch keiner christlich, habe ich gesagt, keiner. Bruder, Und was meinst die du? haben sich gerauft wie Katzen, Bruder. Ja. Nichts, die haben nichts gesagt, Bruder. Ja, Ich bin dann ja, raus und die haben nichts gesagt. Weil ich ja. habe ja nur die Wahrheit gesagt. Ich habe niemanden beleidigt oder so, Bruder, aber ich habe mir das Ganze angehört, ich war live dabei, habe mir das Ganze angehört und dann habe ich gesagt, da hat sich keiner hat sich. Ich habe auch mal gesagt, wenn ich was sagen darf, wie gesagt, ihr lasst Bruder der wahre Weg nicht sprechen, habe ich gesagt. Mir ist es auch aufgefallen. Da ist hier jemand drin, Anime hier. Bist du noch da? Bist du noch da? Ja, bin ich. Moin. Guten Tag. Gottes Segen. Gottes Segen. Ich finde das extrem interessant hier. Ich bin schon seit diesen Teufelssachen mit den Prominenten schon da. Und ich finde das extrem interessant, was du mir erzählst. Ich bin auch Christ. Ja. Ja. Ja, siehst du Und die Zeichen, das, fallen sie dir auf? Siehst du die Zeichen, fallen sie dir auf? ja. Du guckst auch gerne Dragon Ball, ne? Ja. Warte mal, ich will dir eine Szene zeigen. Ah ne, ich kann das nicht zeigen, sonst werde ich gesperrt. Schade. Du Hey, kannst mir darf ich privat schicken. den Tenshin Han? Wie Tenshin bitte? Han, ne? Nein, nein, nein. Kennst du die Folge mit Bu, wo der Bu einen Blinden sehend macht? Kennst du die Stelle? Ja, kenne ich. Ja, dass der Herr Jesus Christus der Blinde sehend gemacht hat und Bu hat ihn auch dann sehend gemacht. Zum Beispiel auch die Zahl 7. Finde deine 7 Dragon Balls. Zahl 7 ist eine wichtige, also ist eine sehr wichtige Zahl in der Bibel. Auch der Drache in Dragon Ball, der Drache ist Luzifer, der so alle Wünsche erfüllt und zum Beispiel auch dann dieses Spotten mit Gott und Piccolo, Teufel und Gott, der Son Goku präsentiert ja den Herrn Jesus Christus, der die Welt immer wieder rettet. Und seine Freunde sind halt die Anhänger. So, und dann siehst du ja auch immer wieder, dass es immer wieder ein Kampf ist zwischen Gut und Böse. Und Son Goku opfert immer sein Leben. Er ist immer bereit, sein Leben zu opfern, sein Leben zu geben. Und dann siehst du auch manchmal Stellen, wo Son Goku auf einmal, wenn er stirbt, auf einmal so ausgestreckte Arme hat. Das ist wie eine Säugling Ja. im Posi. Heftig. Ja. Ich habe null Ahnung. Du hast null Ahnung. Ja, okay. Also Zahl 7, ich verstehe nicht, was du jetzt meinst mit 23. Ich weiß nicht, was der jetzt meint mit null Ahnung, verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Die versuchen einfach, Leute
Irgendwie. Du kennst doch auch, kennst du One Piece? Klar. Zum Beispiel One Piece. Hast du das, guckst du das gerne? Mhm. Bei welcher Folge bist du? Ich bin fertig. Ja, bis jetzt. Ich guck auch One Piece, ne? Mhm. Und was ist dir bei One Piece eigentlich schon mal aufgefallen? Dass, wenn ich jetzt so drüber nachdenken würde, ja. Ja, immer einen Bösen gibt. Oder ist dir das schon mal aufgefallen? Die Bibel in der Hand? Nee, noch nie. Ja, warum hat er denn die Bibel in der Hand? Kannst du sogar gucken, das ist bei Trailer Bug, da bei, ich weiß nicht, Folge 300. Gott, ja, stimmt. Ja. Ey, Bruder, ich guck das auch, ich hab das auch noch nie, mir ist es noch nie aufgefallen, Bruder. Ja, das ist, wenn man seine Augen trainiert, Leute. Das ist, wenn man sehr lange sich damit beschäftigt und das ist, wenn man seine Augen trainiert, dann siehst du kleine Details. Ich zeig euch noch mehr, zum Beispiel Enes, Engel. Wie heißt er nochmal? Enel. Ja, genau. Und zum Beispiel auch hier sehen wir was ganz, ganz Unterschwelliges. Das zeige ich euch einmal, damit ihr das auch einmal versteht. Achtet mal bitte drauf. So. Was hat er da für Zahlen? Immer so drei. Das sind 666. Enel hat doch die Blitzfrucht, oder? Ja. Welcher Vers ist das, Geschwister? Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Könnt ihr das einmal bitte, bitte posten? Ich habe den gerade nicht im Kopf. Das war Lukas. Naruto ist auch. Sag mal bitte, wer hat den Vers? Leute, weil ich muss auch den Stream beenden. Das ist echt. Das hast du vor einer Stunde schon gesagt. Ja, ich will jetzt noch was essen. Bin noch nicht fertig mit Essen. Reis mit Chicken Wings. Ich habe extra ein Bild geschickt, dass ich hab Hühnchen gegessen. Ich habe extra ein Bild geschickt. Okay, Leute, habt ihr den Vers? Lukas 10, Vers 18 müsste das sein, glaube ich. Okay. Mal gucken, ich habe gerade gegoogelt, es steht auf Schnelle Lukas 10, ja. Vers 18. Okay, warte. Okay. Lukas 10, Vers 18, ich lese einmal. Da sprach er zu ihm, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Okay, und jetzt möchte ich euch was bei One Piece zeigen. Das ist sehr heftig. Das ist nicht mehr normal. So. Und hier sehen wir auch zum Beispiel, aber den Fall kann ich jetzt nicht sehen, aber guckt euch das mal an. Seht ihr das? Er hat von dieser Blitzfrucht und Waffy besiegt ihn ja und dann fällt er ja von oben auf die Erde runter und dann sieht man ja diese Blitze plus diese 6-6, was er da noch hat. Und auch wenn man sich das anhört, die Teufelsfrucht, die so magische Kräfte gibt, das sind dämonische Kräfte, deswegen auch die Teufelsfrucht. Heftig. Ja, Leute, ich muss leider den Stream beenden, Leute. Ich wollte auch noch was essen. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen. Alle Folgen, Leute, alle Folgen. Ah ja, und ihr könnt ja auch diesen Account hier folgen, Leute, an die 160 Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch diesen Account mir folgen würdet. Da lade ich dann immer Videos hoch über Illuminati und Verschwörungstheorien, dies, das. Bitte alle diesen Account folgen. Einfach DennisJK. Acht. So. Auf jeden Fall folge ich dir gleich, Bruder, kein Thema. Danke. Danke auch für die 100.000 Likes und danke auch für die 84 Followers und danke für die 500 Bruder, Geschenke. Wie die Zahlen hochschnellen, ist ja unfassbar. Du hast 160 Anfragen. Nein, das alle Ehre gebührt den Herrn. Das haben wir den Herrn zu verdanken. Der Herr hat ein Tür geöffnet. Ja.
Annie, wann machst du Fan-Treffen? Nein, ich bin auch nur ein normaler Mensch. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ne? Ich würde mich über jeden Bruder freuen, den ich sehe, also den ich kennenlernen darf, und ich sehe auch diesen Bruder höher als mich selber. Ich würde niemals mich höher als ihn sehen, weil ich würde mich immer runter machen und dankbar sein, dass überhaupt, das ist eine Ehre, wenn ich einen Bruder kennenlernen darf. Das ist mir eine riesige Ehre. Tony, ich habe hier meine christlichen Avengers mir rausgesucht. Und du bist einer davon. Was bin ich? Ein christlicher Avenger von meinen Lieblings-Avengers. Nein, sag das nicht, Bruder. Ich bin wirklich Müll, Bruder. Ich bin sehr stark. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es Menschen wie dich gibt. Bruder, ich wollte niemals live gehen. Das war nie meine Art. Ich wollte niemals live kommen. Niemals. Niemals. Es war, ich hatte auch, ich kann auch gar nicht. Ich bin eigentlich ein kamerascheuer Typ. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich mag das gar nicht vor der Kamera. Ehrlich, Bruder, ohne Witz, ich mochte das nie, auch so reden vor der Kamera. Das war nie so mein Ding. Ich habe den Herrn gefragt, Herr, kannst du mich an die Front schicken? Herr, was hast du mit mir vor? Herr, kann ich irgendwas tun, um dir zu dienen? Und jetzt diene ich den Herrn so hart. Also ja, ich bin live, ich predige, ich bin auf der Straße, ich verteile Flyer. Ich danke den Herrn, ja, und ich bin dankbar über jede Unterstützung von Brüdern. Und das ist eine große Ehre, mit Geschwistern zusammen live zu sein. Und es ist auch völlig egal, ob der eine Bruder nur 5 Zuschauer hat oder 1000 Follower hat. Wir sind in Christus eine Einheit, ne? Und wir haben das gleiche Ziel, wir verfolgen das gleiche Ziel. Und wir sollten uns gegenseitig auch unterstützen, ne? Das ist auch wichtig, dass wir, egal ob der Bruder jetzt 100.000 Zuschauer hat oder 200.000 Zuschauer, wir sehen den Bruder gleich. Wir machen uns für diesen Bruder aus Liebe. Machen wir ihn höher und erniedrigen uns. Und dafür erwarten wir auch von diesem Bruder, dass er das Gleiche macht. Genau die gleiche Liebe. Sich auch erniedrigt für uns. Dass er sich klein macht. Das wäre wichtig. Ne? Der Herr Jesus sagt ja, an meine Liebe werdet ihr sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also liebt einander, ertragt einander, vergibt einander. Seid demütig, sanftmütig, freundlich. Und das ist das Allerwichtigste. Amen, Bruder. Denn du hast da recht. Deswegen. Es ist sehr, sehr wichtig, Leute, in der Liebe zu wachsen, demütig zu sein, sich selbst zu verleugnen und Respekt haben vor einem wiedergeborenen Bruder. Das ist sehr wichtig, ne? Weil wir müssen bedenken, das ist ein Bruder im Herrn und ein geistlicher Bruder. Und das ist auch wichtig, dass wir so einen Bruder stützen, helfen, ne? Hast du schon welche getauft? 2 Menschen. Ich weiß, dass viele Leute einen Hass gegen mich haben. Aber Leute, stellt euch doch mal die Frage, warum hassen die Leute mich? Kann das sein, dass diese Leute mich hassen, weil ich ihre Lieblingsstars aufdecke? Kann das sein, dass diese Christen die Welt lieben und gar nicht mit dieser Welt abgeschlossen haben? Kann das sein, dass diese Stars sagen, hör auf damit, ich will das aber nicht. Ich will nicht, dass du diese Stars aufdeckst. Die sind doch gute Menschen. Kanye West ist ein Christ. Bülay Ceylan. Wie viele Christen haben geglaubt auf TikTok, dass Bülay Ceylan ein Christ ist? Ich bin der Einzige gewesen, der gegen ihn geschossen hat und ihn aufgedeckt hat. Wie viele Christen sind dadurch dankbar und aufgewacht worden? Aber alle Ehre gebührt den Herrn, genauso wie auch die Arbeit von Reza. Das könnt ihr auch einmal angucken. So. Bruder Danny, ja. Die Arbeit von Reza, ich finde sie auch sehr gut. Ich habe die ist schon 8 Jahre, ne? Alt. Ne? Nein. Oder? 7 Jahre, 6 Jahre. Ja. Auf jeden Fall diese Arbeit, ja, ich würde mir wünschen, das kannst du ja Bruder Reza ausrichten, dass nochmal in neuer Qualität das aufgenommen wird. Inshallah, inshallah. Inshallah. Ja, ich würde sogar mit Reza, ich frage ihn mal, wenn ich ihn mal wieder besuche, ob wir mal zusammen so einen Livestream, also so einen Stream machen würden. Ja, ihr beide zusammen, das wäre, glaube ich, brutal. Ja, das wäre richtig brutal.
Aber es reicht doch, wenn er das alleine macht. Das reicht auch. Bruder. Oder ja. So ein Seminar. Ein Seminar. Also ich würde gerne so ein Seminar mitmachen. So mäßig. Weißt du, was der Reza machen müsste? Er müsste das mal so machen. Ich hoffe, das hört auch Lisa. Wenn sie das hört. Lisa, ich hoffe, du hörst das jetzt. Ich würde einen Beamer besorgen und dann so eine Leinwand. Dann würden wir nach Düsseldorf kommen. Das planen wir aber alles noch, wenn das so eintreffen soll. Dass wir dann so Flyer verteilen, einen Raum mieten, wo 100 Leute rein können. Und dann würde er diesen Vortrag machen. So, da mieten wir einfach einen Raum. Und dann gehen wir einen Tag davor auf die Straße. Und dann verteilen wir so 10.000 Flyer in der ganzen Innenstadt, bis wir alle leer haben. Und dann machen wir den nächsten Tag diesen Vortrag um diese Zeit und gehen noch sogar auf TikTok live. Das wär auch heftig. Aber kennst du eigentlich X-Muslim persönlich? Ob ich Amir kenne? Ja. Ich habe nur Amir einmal getroffen. Reza ist dein Bruder, ne? Ja, genau. Aber ich bin auch eher mit Reza. Amir habe ich keinen Kontakt. Ich habe zu Amir keinen Kontakt, richtig. Ich habe nur zu Reza Kontakt. Und super. Ja? Ja. Ja. Bruder Danny, ich würde das auf jeden Fall mit unterstützen, mit verteilen. Würde ich sogar machen. Ja, das, wie der Herr das führt, ne? Ich muss mal den Reza fragen, da muss das auf jeden Fall. Das wäre heftig, einen Raum zu mieten. Ihr müsst euch mal vorstellen, wo wirklich 100 Leute rein können, mit maximal 200 Leute. Und dann holt man so einen Beamer und dann geht man noch live auf TikTok und dann kann man noch vor Ort mit den Leuten reden und dann macht er so einen Vortrag. Ey, das wäre voll Bombe, das wäre heftig. Ja, Mann. Und dann kann man auch so alles sehen, ohne dass es... Ja, dann geht man live auf TikTok und man kann überall live gehen und das wird aufgenommen, das wäre heftig. Das wäre schon eine bessere Qualität auf jeden Fall. Okay, Leute, ich muss leider morgen arbeiten, ich muss auflegen, ja? Gottes Segen euch. Gottes Segen. Ja, ihr könnt ja noch den Zuschauer einmal was sagen. Familie konnte gar nichts sagen, glaube ich. Das hat gar nichts gesagt, wenn ich mich nicht irre. Gepriesen sei der Herr. Amen. Amen, Bruder. Amen. Ja, auf jeden Fall, Leute, entscheidet euch für den Herrn Jesus Christus. Werdet von neu geboren. Was ist das? Digga, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall werdet von neu geboren. Entscheidet euch für den Herrn Jesus Christus, sondern nicht gegen für den. Also für den. Was sind das für Geräusche, Mann? Bruder, was ist das? Wer ist irgendjemand da? Irgendjemand tippt da die ganze Zeit. Keine Ahnung, Bruder. Ey, das ist nicht mehr normal, Leute. Was das wäre, glaube ich, dieser Tell Me Day. Also nochmal, Entschuldigung. Also, Leute, wer noch nicht von neu geboren ist, entscheide dich für den Herrn Jesus Christus. Das ist die beste Entscheidung in deines Lebens. Geh auf deine Knie, frag noch Gott, frag den Herrn Jesus Christus, wer bist du, Gott? Zeig dich mir, Gott, komm in mein Leben. Du musst dein Herz wirklich öffnen für den Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus sagt, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch meinen Frieden geben. Darum ist es auch wichtig, treff eine Entscheidung, werde von neu geboren, nimm den Herrn Jesus Christus an. Wir haben einen lebendigen Gott und dieser lebendige Gott liebt dich und sucht dich und möchte mit dir Gemeinschaft haben. So Leute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Gottes Segen. Gute Nacht.